Jochi Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play. Wo ist es soweit? So, und wir wollen hier rein. Also, in den Irrgarten. Mir fällt gerade nicht ein. Wie heißt das Ding nochmal? Irrschloss. Ah, deswegen habe ich nie auf Irrgarten, was eigentlich Irrschloss hieß. Okay. So. Hier rein. In dieser Wüste weit bekommt eine Prüfung zugeteilt. Wer das Labyrinth durchquert, dem wird Glück und Segen gewährt. Prüfung in der Wüste. Oh Mann. Ja, hab ein Labyrinth gekehrt. Oh. Ich hab mich nicht verlesen. Da kam das Schnotter gerade in den Rachen runter. Das Übliche. Schnauze! Bedepp dich die gute Musik. Ja, jetzt gehen wir hier lang. Und das wird der schwierigste Teil. Warum der schwierigste? Naja. Habe ich eigentlich schon gesagt, aber ich erzähle es nochmal gerne, weil ich gerne rede. Seht ihr hier so diese hier? Das heißt, die Wege sind überdacht. Und so können wir nicht von oben hereinschauen, um zu wissen, welchen Weg wir gehen. Also müssen wir schon öfters auf die Karte schauen und dann das rekonstruieren, wo wir lang müssen. Ich habe jetzt auch angefangen, jetzt eine neue Playlist zu machen. Und zwar die Enter the Shrines. Da werde ich halt die ganzen Videos da reinsetzen, wo ich ja in den, also in den Shrines bin. Also die Schreibaufgaben mache. Aber ich werde es dann auch schneiden, also den Weg dorthin und sowas werde ich dann rausschneiden. So dass man einfach nur das, was hier so blinkt. Ja, hier sind nämlich nette Waffen, aber die können wir nicht holen. Es sei denn, in den Schwimmbad, in den Schlamm des Wassers. Schlamm des Hasses, nicht Schlamm des Wassers. Ja, das ist nämlich das. Also ich werde einfach nur, die Videos sind aber halt da, wo ich in den Schreins bin. Also ich werde das dann immer da zurechtschneiden. Und dann kann man immer nachschauen, wie das so, welche Mission man da machen muss und solche Aufgaben. Wenn man einfach, obwohl die eigentlich gar nicht so schwer sind. Ich schau einfach das Schwert da rein. Also wenn man einfach nur die Schreimissionen sehen will, weil man da irgendwie nicht weiterkommt und so.
Es gibt auch eine Abkürzung, dass man von oben kommt. Ach, das ist ja interessant. Wenn ich jetzt hier runtergehe, bin ich daneben. Ja, das ist ein bisschen schwieriger gewesen. Wo ich mal so sehe, sieht gar nicht, wie ich weiterkomme. Ach nein, die Maske habe ich noch gar nicht. Ja, die muss ich mir auch noch holen, so eine Maske, die mir beim Seitenklettern hilft. So. Nicht den Kopf gegen die Wand klatschen, mein Freund. Ja, jetzt schlägt er tierisch aus. Ah, Moment mal, ist das vielleicht ein bisschen leiser drin? Und hoffen, dass mein Snowball das nicht aufnimmt. Ich kann ja versuchen, jetzt da ranzukommen. Also an das Schwert, an diesen Gerudelzweihänder. Aber das wäre vielleicht keine so gute Idee. Weil, ja, tja, ist aber offensichtlich. Und schon sind wir da. Das ging ja sogar kürzer. Als da mit dem Irrschloss auf der Klippe da. Nein, das ist nicht auf der Klippe, also da auf der Insel. Na Carla, das ging ja wirklich um einiges fitter. Ich hätte echt gedacht, da werde ich noch weiter so, aber das ist hier ganz sutsche gelaufen. Echt sutsche. Das war der reinste Gastspiel. Kinderspiel. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Dairamar. Du hast die Prüfung bestanden. Dairamars Segen. Barbarenkleider. Ah, so, die fürs Junge steigen. Oh. Das ging ja echt, wirklich, das ging ja echt flott. Locker vom Hocker und zwischendurch. Nett. Du hast die Prüfung gemeistert, diesen Schrein zu reichen. Ohne Zweifel bist du auserwählter Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Das ist jetzt auch am besten recht geschillt da. Zeichen der Bewährung erhalten! Hiermit ist man dies erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Na, eigentlich kann ich einen Laden öffnen. Mit der neuesten Streetwear. Was? Streetwear? Ja, Straßenklamotten. Heiß begehrt in Hyrule. Okay. Ja, lass ihn doch. Was anderes sehen, weil wenn ich mich nicht irre. Ja, ich würde es jetzt mal abfotografieren. Also das Schwert, weil ich glaube, das habe ich noch gar nicht. Und das wäre doch gar nicht mal so schlecht, oder? Okay, da müssen wir mal sehen.
Ja, da muss ich jetzt einfach da sehen, ob ich jetzt mit 10.000 kriege. Ja. So. Oh, verdammt, das Zeug ist ja noch... Ah, raus, 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 Link. Das Zeug ist übel. Seht ihr? Ich hab's noch gar nicht fotografiert. Ist so ein cooles Motiv, oder? Nein. Nein. Ja. Ich kann es leider nicht rausholen. Dann gehen wir mal wieder raus. Alter, das 1A Weg hingelegt. Und ich frage mich, ob die Laternen da ein Hinweis sind. Also, wie man da hinten sieht. Manchmal waren sie ja auch da, wo sie nur irgendwie, ja, eine Schatzkiste gezeigt. Also, da war, wo eine Schatzkiste ist. Okay. Die Melodie, die wir hier hören, die werden wir noch, glaube ich, zweimal noch hören. Also, einmal weiß ich, wo. So. Ich fall gerne in die rein, oder? Das ist keine gute Schlammpackung. Aha. Ja, ich erinnere mich. Ich habe mich hier wirklich dumm und dämlich gesucht. Ich es nicht gewagt habe, da vorbei zu hangeln. Ist aber offensichtlich. Vertut man sich? Hat man keine Ausdauer mehr? Und landet im Schlamm. Okay, was machen wir als nächstes? Ja, irgendwo 10.000 kriegen. Also zu dem damaligen, also zu diesem Zeitpunkt hatte ich immer genügend Kohle gehabt für die 10.000. Eigentlich die Kreise, so die typischen Sonnensymbole. Aber da ich jetzt nicht einfach so durch die Gegend schlendere, wie ich es sonst mache, weil ich da auch sozusagen ein Let's Play mache und nicht unnötig die Zeit für eure Zeit, also ich will ja nicht unbedingt eure Zeit verkleppern, habe ich mich halt so gut es geht halt auch beeilt. Und ich merke gerade, dass ich sollte ich vielleicht ein bisschen nicht mal heilen? Oh, 5 Feen habe ich. Es sieht nicht so aus, als hätten die Schuhe Profil. Eine glatte Sohle ist zum Klettern nicht geeignet. Eigentlich auch nicht für Hüsten so. Kann aber nur so wirken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gute wirklich mit glatten High Heels durch die Gegend marschieren. High Heels ja. Aber dass die da kein Profil haben, also kein Grip haben, das glaube ich weniger. Moment mal. Ach, natürlich, also keine Sorge, ja. Hier ist nämlich ein Wächter. Und ich, naja, blocken und so ist nicht so förderlich. Dann wollen wir jetzt auch halt die Pfeile nutzen. Ich habe ja 13 Stück. Und wenn ich nicht täusche, habe ich dann auch noch einen Leunenbogen.
Das heißt, ich schieße drei Pfeile gleichzeitig und damit erledige ich ihn auf jeden Fall. Allerdings werde ich dann die Teile nicht verkaufen. Diese Materialien brauche ich halt für was anderes. Ja, und da halt für antike Pfeile und so. Da wäre es einfach schwachsinnig, die einfach auszugeben. Okay, man kann da immer wieder die bekommen, wenn man die Wächter platt macht, aber dafür braucht man halt die mindestens die antiken Pfeile. Oder ist er? Und da ist noch ein anderer Schritt. Also da sind nämlich ja noch antike Pfeile. Die ja, ne, sag ich, durch den ganzen Material von den. Ich glaube, der ist aktiv. Der da unten. Ich ignoriere dich mal. Ich habe keinen Bock auf dich. So, also aus den Materialien, die wir von dem Wächterkrieg machen, wir ja diese antiken Pfeile. Versteht ihr? Aber wenn wir dann keine Materialien haben von denen, weil wir die verkauft haben, so können wir keine antiken Pfeile machen und dann wird es schwierig, sie zu bekämpfen. Ja, und ich weiß nicht, wie viele Materialien ich verkaufen kann, dann ohne das Risiko einzugehen, dass ich nicht genügend Materialien habe. Versteht ihr das Problem? Und ich möchte ehrlich gesagt auch jetzt nicht so großartig das herausfinden. Okay, eine Möglichkeit gibt es mit Blocken. Ich bin nicht so nicht scharf. Okay, er ist nicht aktiv. Wenn er das wäre, dann hätte sich schon ins bewegt. Kommen wir da durch? Ja. Moment mal. Ich habe mit denen geschossen. Ich habe ja gar nicht mit den Leuenbogen geschossen. Okay. Habe ich gar nicht bemerkt. Hoppla. Ist hier noch irgendwas? Ich laufe hier extra rum, um zu sehen. Ob hier noch irgendwas ist, was wir sammeln können. Also hätte ich noch einen Gerudo-Bogen ausgerüstet und noch so eine Gerudo-Waffe. Da wäre ich vollständig in Gerudo-Kostüm. Ja, das ist der eine Wächter. Natürlich weiß ich nicht, ob er aktiv wird, aber ich glaube, der wird aktiv. Okay. Dann würde ich mich doch auf den Weg zur Wüste machen. Also da, wo ich hin will. Wollen wir mal so überlegen. Soll ich vielleicht das andere oder den anderen Schein machen? Ach, meine Güte nochmal. Ich denke immer laut.
ist hier doch irgendwas. Probieren wir was aus. Okay, hier ist keiner. Ist jetzt mal lieber hier die Maske auf. Dann habe ich nämlich dann mal eine Ruhe, falls irgendwelche Monster kommen. Ich sehe da hinten einen Schrein, ja, den werde ich machen, aber das ist wieder einer, der ein bisschen länger dauert. Aber das ist nämlich dann auch wieder so eine weitreichende Mission eigentlich nicht. Aber ich muss da schon viel laufen. Und hier kommt ja später einer hin, also von diesem Monster. In der Physik ist ein ganz spezielles Monster. Hier gibt es keine Leuen, aber dafür andere, die sehr unangenehm sein können. Ich sag nur eins, Dune lässt grüßen. Ja, ich weiß, was ein Schrein ist. Ja Leute, jetzt sehen wir die ganze Zeit, wie Link durch die Wüste läuft. Sehr aufregend, oder? Aber genießen wir es doch einfach. Jetzt habe ich nicht das Gefühl, mir den Arsch abzufrieren. Ach ja, apropos. Ich habe ja gesagt, dass ich dank Vegani Ani halt nicht so viel Fleisch essen tue. Und was auch wieder einen Vorteil haben könnte, dass, wenn ich wieder Fleisch esse, es mir dann doppelt so gut schmeckt. Und das ist natürlich der Fall. Ich habe nämlich heute einen leckeren Chili-Burger gegessen. Oh, war der gut, Leute. Der war echt lecker. Also, Leute, wenn ihr wieder mal richtig wieder Appetit auf Fleisch haben wollt, okay, lass mich weiter. Okay, ja, okay. Dann versucht mal ein paar Tage auf das, was ihr gerne liebt, zu verzichten, also was ihr gerne mag, verzichtet und danach wieder futtert. Glaubt mir, es wird dir doppelt so gut wieder schmecken. Aber man soll es auch nicht wieder übertreiben. Naja, zum Glück wird der Schickerstein auch nicht blockiert. Okay, hier kann ich nicht weitergehen. Wahnsinn, schaut mal, wie die Augen der Macho-Maske richtig leuchten. Echt geil. Aus dem Manga von Macho-Maske geht ja hervor, dass die Maske ja ursprünglich ein Panzer eines Monsters, eines Ungeheuers war. Ja. Ja. Das jeden getötet und gefressen hatte, der versucht hat, in diesem Panzer zu stillen. Ja, und eines Tages kam ein Trommler und hat ihn mit Tag seiner Trommel ihn zum Schlafe, also zum Tanzen gebracht. Weil das war nämlich der Wunsch des Biestes. Und als die Trommel aufgehört hat,
Ist er tot umgekippt? Ist man nicht. Okay. Und dann hat er halt der Trommler aus der Masse, also aus den Schuppen oder Rüstung, halt dieses, halt die Maske geschnitzt. Eigentlich eine schöne Geschichte. Und Fun Fact, der Trommler sah aus wie Link. Oh. Ja, die Mangas sind auch ganz gut. Okay, jetzt weiß man nicht, inwiefern sie Kanon sind. Hier geblieben. Und ich ignoriere den armen Krog. Weil ich habe keine Lust, da näher ranzukommen. Da ist nämlich eine Boris. Na, Boris. Darf man überhaupt den Namen auch sagen, Boris, oder wird dann blöd angemacht? Weil es aus, kommt aus Chemis, aus einem Land, das jetzt nicht gerade gut dasteht, also in der jetzigen Zeit, wegen dem Krieg. Ich finde es aber interessant, dass man bei dem Namen Victor eigentlich denkt, es wäre ein russischer Name. Aber der müsste eigentlich bei Victoria dasselbe sein. Aber ich wette, bei dem Namen Victoria denkt man nicht an eine russische Frau, sondern eher wohl an eine britische. Guldora. Okay, den habe ich gesucht. Toll, während ich da was am Erzählen bin. So, jetzt mal warten. Ja, friss. Ernsthaft, Hugh? Das Ding hat sich wieder aufgelöst. Okay, so ist aber weg. Muldora. Ja, hier gibt's so einige Muldoras. Und wenn ihr mich fragt, haben sie eine verdammte Ähnlichkeit mit dem Wal. Gut. Hi, Dude. Können wir... ich muss so schnell wie möglich... Ach komm, Link, jetzt nicht aus der Puste geraten. Ich muss nämlich weg vom Sand. Oh, es wird kalt. Okay, zieh dir eine dickere Büchse an. Wo ist der Typ? Oh ja, also die Elektro-Elle. Axalos. Ja, komm. Ach, übrigens. Die können natürlich auch auf uns fallen. Also... Hey, was ist los? Ja. Ich hätte es irgendwie geil gefunden, wenn er so Friendly Fire geben würde. Also, dass auch hier die Monster
sag ich, von den Schaden bekommen. Das ist leider nicht der Fall. Schnell! Da, Alter, da ging er die Hocke, dieser Nappel! Bist du des Wahnsinns! So besiegt man Moldora. Der greift nämlich alles an, was sich bewegt. Beziehungsweise verschlingt die gerne. Und dann bemerkt er natürlich auch nicht, dass das Bomben sind. Und manchmal haut er einfach ab. Hallo? Im Master-Mode ist das ja ziemlich übel, weil die Monster, sag mal, die heilen sich ja wieder nach einer Zeit. Dude? Hallo? Nee, der Stampfen war ja von Rose. Oh, da ist er wieder. Wo bist du? Na, warst du gerade beim Einkaufen? Was ist er denn? Bin ich der Einzige, der findet, dass die Bombe wie eine Melone aussieht? Eine blaue? Hallo? Oh, da hinten. Na los. Wenn er aufrichtet, haut ab. Und manchmal spielt er Lokomotive wie eine Wildrasende. Und seid auch vorsichtig. Ihr seid zwar. Er kann euch nicht wahrnehmen, wenn ihr auf den Stein. Ich liebe es übrigens, wenn ich drücke und Link tut nichts irgendwie. Und weg. Und dass ihr aber trotzdem Abstand haltet, auch wenn ihr auf dem Felsen ist, weil der könnte nämlich mit seinem Schweif oder mit seiner Schwanzflosse zuschlagen. Und dann lernt ihr das Fliegen, meine Lieben. Sieht echt cool aus, oder? Das muss man denn lassen. So, dann hätten wir jetzt geknackt. Und hier kriegen wir Moldora-Flosse. Moldora-Herz, da hat er auch so einiges. Vier Stück insgesamt? Tatsächlich vier Moldora-Herze. Oh. Mhm. Und in Schatzkisten sind da Waffen oder auch Schilde. Also sehr nützliches Zeug. Da ich das schon da auf dem Boden zerschmettert habe, heißt das, dass es dann immer kaputt gehen würde. Ja. Und, oh Überraschung, bei Blutmond sind sie natürlich wieder da. Also hier von den Moldoras, ja, bei den Moldora kriegt man auch so einige nette Sachen.
Man sollte aufpassen, sich nicht von ihnen erwischen zu lassen, sonst macht man echt den Adler. Nur wird der Adler nicht sanft landen. Dann macht nämlich der Adler Plumps. Warum ich hier nach oben gegangen bin? Ganz einfach. Nee. Deswegen. Ja, ich hab dich entdeckt. Also her damit. Chili habe ich doch auch fotografiert, oder? Nee, noch nicht. Keine Ahnung, wer hier ist. So, das ist einfach nur ein Lager. Und Bombenpfeile, jo? Ich würde jetzt nicht unbedingt zum Nutzen, also ich wollte jetzt nicht unbedingt die stärkeren Waffen nutzen, wenn ich da irgendwas erschlage. Okay. Gut, wie es weitergeht in den nächsten Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo, ja, da. Wir sehen uns im nächsten Part. Also, see you, Madeline.